Sie seien gar nicht so schnell unterwegs gewesen, sagen die vier jungen Männer. Aber für die spiegelglatte Fahrbahn waren es offenbar ein paar Stundenkilometer zu viel. Ihr BMW landete am frühen Donnerstagmorgen bei Oldenburg im Graben. Er habe weder bremsen noch lenken können, sagte der Fahrer. Hilflos mussten er und seine Mitfahrer mit ansehen, wie der BMW über die Straße und schließlich in den Graben rutschte. Also ich bin von da gekommen, komplett ausgebrochen das Auto, komplett hier rein. Er konnte das nicht einschätzen, dass die Straße so glatt ist. Und ja, ich denke mal so 50, 40 hat er mich mindestens drauf. Und dann ist das Auto irgendwie ausgebrochen und dann ging alles so schnell. Bam, bam, bam und tschüss, weg war die Karre. Auf den Straßen wird es stellenweise so extrem glatt, dass selbst die geübten Helfer des Winterdienstes kapitulieren. So wie hier bei Loy in Niedersachsen. Ich hänge jetzt im Moment selber fest. Rechts von der Straße runtergerutscht. Ich muss erst mal Satz schleudern, damit ich überhaupt vorwärts komme. Es geht nicht anders. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt, denn auch für den restlichen Donnerstag haben Meteorologen für zahlreiche Bundesländer Unwetter und Glatteis vorausgesagt.